Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, 15. Juli, hier bei Cottmore TV. Und wir wollen uns gleich mal den Euro gegenüber dem US-Dollar anschauen, der sich heute hier wieder ein Stück weit angeschlagen zeigt, beziehungsweise so recht nicht vom Fleck kommt. Wir sind aktuell erst 40 Pips gelaufen. Die Range verspricht ja hier noch deutlich mehr. Insofern dürfte hier noch einiges passieren. Doch betrachten wir zunächst einmal den Stundenchart zum Pair. Wie unlängst schon mal in einer Radarsendung angesprochen, kann man hier mutmaßen, dass es sich hier um eine abstrakte Schulter-Schulter-Kopf-Schulter-Schulter-Formation handeln könnte. Zuletzt ging es eben darum, dass wir hier diesen kurzfristigen Aufwärtstrend seit den Tiefs von ja, fast schon Anfang Juli, dass wir diesen praktisch verteidigen können. Das gelang nicht, wie wir sehen. Der Euro-US-Dollar hier wieder in sichtlicher Schwächephase unterwegs und wir taumeln bzw. versuchen uns mehr oder weniger im Bereich um 1,10 zu stabilisieren. So recht kommt hier nichts zustande. Und insofern muss man weiterhin abwarten, ob Euro-US-Dollar hier wirklich Kräfte hat, nach oben rauszuziehen. Wir haben morgen EZB-Tag. Das wird spannend. Das heißt, morgen am Nachmittag, Schrägstrich 13:45 zur Pressekonferenz, geht es ja schon los. Da kann hier durchaus wieder Wallung aufkommen, beziehungsweise Euro-US-Dollar dann in dem Zusammenhang auch den ein oder anderen Move vollziehen. Das wird sicherlich wieder spannend. Wir werden versuchen, das hier auch wieder einzufangen. Ansonsten bleibt natürlich jetzt erstmal die Feststellung, dass Euro-US-Dollar kurzfristig mit dem schwachen Start in die neue Handelswoche hier angeschlagen bleibt. Die Marke von 1,10 sicherlich wichtig. Vielmehr noch auch das Unterstützungslevel hier um 1,095. Darauf gilt es durchaus zu achten. Zum einen gab es hier im 7. einen Spike nach unten, der relativ schnell gekauft wurde, aber hier ausgehend von dem Tief hier von Ende Juni haben wir hier die Situation, dass hier auf der Horizontalebene durchaus wieder Schrägstrich erneutes Kaufinteresse aufkommen sollte im Stundenchart, sofern Euro-US-Dollar dieses Niveau auch testet. Das wird die Gretchenfrage sein. Rein technisch, wie sieht es da aus? Wir haben heute einen schwachen Tag, schwachen Wochentag. Obgleich es sicherlich schwächere Tage gibt, aber mit 47% ist die Tendenz eben leicht negativ. Das muss man ganz klar unterstellen. Das Einzige, was hier ein Stück weit frohlockt, ist diese bullische Pattern-Situation, die ich Ihnen gleich mal zeigen werde. Diese bullische Pattern-Situation anhand der Intraday-Fuzzy-Vektor-Logik, beziehungsweise auf Tagesbasis, nicht Intraday, denn Intraday sieht es wieder ganz anders aus, das zeige ich Ihnen auch gleich mal. Da gab es nämlich heute Morgen schon auf dem JFD-Desktop die Analyse dazu, aber hier mal kurz hoppala, die Beschau. So, jetzt haben wir den richtigen Button. Der heutigen Pattern-Situation, also mit Blick auf die letzten 15 Jahre, traten hier in knapp 67% der Fälle im Sinne der Erfolgswahrscheinlichkeit, ja, hier eine Pattern-Häufigkeit von 365 Erscheinungen auf, die dann letztlich hier im Schnitt zu einem Gewinn von 0,78% führte. Hoch 1,1143, rein statistisch. Das ist sehr, sehr interessant. So viel zur Pattern-Logik auf Tagesbasis. Wir sehen aber hier übergeordnet eine Schwäche. Das zeigen hier der Regressionskanal, die Regressionslinien vielmehr. Wir sehen auch hier unlängst natürlich, dass Euro-US-Dollar mehr oder weniger sich natürlich in einem Abwärtstrend übergeordnet wie auch kurzfristig befindet. Das ist ein Stück weit unschön und genau da schlägt auch die Fuzzy-Vektor-Logik auf Intraday-Basis rein. Wir stellten heute Morgen im JFD-Stream eben hier die Situation vor und das ist praktisch die Annahme Euro-US-Dollar während des heutigen Tagesverlaufs. Wir justieren das mal ein Stück weit nach. So, und da sieht es aus so, dass es hier relativ zügig gen Süden gehen könnte. Wo bemerkt könnte. Wir haben ein positives Pattern auf Tagesbasis, das ist in den übergeordneten Zeitebenen nicht zu vernachlässigen. Das ist eine starke Hausnummer. Untergeordnet, wie gesagt, hier Intraday sieht so aus, als würden wir hier nochmal in Richtung 1,095 laufen können. Das zeigt auch die Fuzzy-Intraday-Logik. Und wenn wir jetzt nochmal abschließend den Rainbow dazu ziehen, die Rainbow-Struktur, dann wird klar, dass wir hier durchaus im Sinne des negativen Momentums, welches hier vorliegt. Ja, Sie sehen hier den 15-Minuten-Chart-Intervall und hier gab es eben mit Spin in die neue Woche oder mit Sprung in die neue Woche, hier Sonntagseröffnung, sozusagen dann hier das negative Eindrehen. Und wenn wir das jetzt das Ganze mal ein Stück weit anpassen an die Situation dessen, dass wir uns hier der Beschau stellen, dann sehen wir hier, okay, Euro-US-Dollar versucht hier gerade nach oben wieder rauszuziehen. Hier haben wir Pivot Point aktuell, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also es könnte dazu führen, dass der negative Rainbow, der hier die Intraday-Fuzzy-Logik begünstigt im Sinne weiterfallender Preise, dass dieser jetzt hier nach oben aufgelöst wird. Also machen wir neues Tageshoch.
hier speziell über den bisherigen 1.10.27, dann kann es dazu kommen, dass wir hier das Vortageshoch angreifen. Im Sinne der Average True Range wären sogar hier Niveaus von 1.11.21 möglich. Und das würde dann sozusagen auch hier ins Bild passen von dem Fuzzy Vector Logic Hoch auf 1.11.43 im Maximum sozusagen. Ganz, ganz interessant. Aber Trend folgend und Intraday belastet sozusagen, wäre es konträr dazu eine denkbare Option. Und wir haben eben bislang nur 40 Pips zurückgelegt. Wenn Euro-US-Dollar nach unten rauszieht, dann dürfte sich der Rainbow hier weiter negativ auffächern. Dann erstes Ziel Vortagestief, Schrägstrich das Vorwochentief könnte dann durchaus locken. Also Euro-US-Dollar mit Sicherheit ein Blick wert. Achten Sie mal drauf, was da jetzt heute noch passiert. In jedem Falle spannend, was sich hier tut. Nach oben Chancen gegeben, nach unten natürlich auch. Jetzt gilt es eben abzuwägen, was Euro-US-Dollar macht. Einen Tag vor der EZB sollte hier eigentlich heute noch ein Stück weit was gehen. Also wenn wir hier im schlimmsten Falle jetzt die ganze Zeit seitwärts plätschern, dann kann man natürlich nichts machen. Aber Trend folgend wäre ein Ausbruch nach unten zu favorisieren. Counter-Trend technisch, also gegen den Trend, hier ein Ausbruch nach oben, und das ist eben die Tatsache, die Frage, die man sich als Trader stellen muss. Ich habe Ihnen hoffentlich jetzt mal eine kleine Einschätzung zur Lage gegeben. Selbst bin mir praktisch auch noch ein Stück weit unschlüssig, wenngleich ich hier beim Euro-US-Dollar mit Betrachtung auch des Stundencharts hier durchaus mir nochmal einen Rücksetzer in Richtung 1.095 vorstellen könnte. Solange wir eben kein neues Tageshoch machen, dann ändert sich hier die Situation sicherlich wieder relativ schnell. Doch warten wir mal ab, was uns die Märkte hier noch bescheren werden. Aktuell, wie gesagt, herrscht hier immer noch ein Stück weit Unsicherheit, und das kann auch so bleiben. Am heutigen Mittwoch, nur nochmal abschließend, haben wir hier 16 Uhr hier Fed-Chefin Janet Yellen, nochmal vom Repräsentantenhaus. Da muss man mal sehen, ob da noch ein Stück weit was kommt. Erzeugerpreise, Inflationsdaten 14:30. Das ist ein Stück weit US-Dollar stimulierend. Da kann hier am Nachmittag noch ein bisschen Volatilität reinkommen. Ansonsten bis dahin wohl erstmal Ruhe bewahren. Es sei denn, Euro-US-Dollar bricht eben hier aus der bisherigen Tagesrange aus, Schrägstrich Asia-Range, dann kann sich hier weiteres Momentum entwickeln. Trend folgend wäre hier ein Ausbruch nach unten zu präferieren. Das wäre schon mal das Fazit. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den JFD-Devisenradar. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, schalten Sie einfach morgen wieder ein. Ansonsten gibt es nachher auch noch den DAX im JFD Live Trading TV und auch das ein oder andere Underlying. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.